Bis Ende der 80er Jahre sind Spiele mit Editoren den Besitzern von Homecomputern vorbehalten. Die Grafiktalente von C64 und Co. sind bescheiden. Das macht's den Heimdesignern leichter. So lassen sich in Datamost's Mr. Robot and His Factory die Elemente wie Plattformen, Schutzschild-Extras und Gegner bequem mit dem Joystick aussuchen und im bildschirmgroßen Level beliebig platzieren. Anschließend testet ihr eure Kreation. Das Crossrennen Kickstart 2 spielt man ebenfalls aus der Seitenperspektive. Im eingebauten Editor reiht man die Hindernisse einfach aneinander, bis die Strecke zu Ende ist. Zur Auswahl stehen zahlreiche Elemente wie Schanzen, Mauern, Wassergräben, Telefonzellen und Feuerfontänen. Zuletzt wählt ihr zwischen Tag, Nacht und Winter. Die fertigen Strecken arrangiert ihr zum Grand Prix. Ihr fahrt nicht solo, sondern duelliert euch per Splitscreen mit einem zweiten Spieler oder KI-Piloten. Weniger spannend sind die Splitscreen-Rasereien von Leisure Genius Scalextric, das die F1-Rennwägen von hinten zeigt. Im Streckeneditor lassen sich Kurven und Geraden zu einer Rundbahn verbinden. Den Anschluss zum Start zu finden ist allerdings nicht immer leicht. Eine Meisterleistung ist dafür der Radar, der eure Streckenarchitektur übernimmt. So können sich eure Freunde auf eure Schikanen vorbereiten. Amiga-Zocker basteln in Gremlins Rennklassiker Lotus 3 The Ultimate Challenge eigene Strecken. Hier handelt es sich jedoch um einen Streckengenerator. 8% Balken bestimmen die Häufigkeit von Kurven, Hügeln, Seitenwind und Hindernissen. Außerdem wählt ihr zwischen Strecke und Rundkurs. Gespeichert wird der Kurs auf dem Notizblock, nämlich per 10-stelliger Buchstabenkombination. Aber auch auf Konsole gibt es einige Spiele, in denen ihr euch kreativ austoben dürft. Im Puzzlespiel Buster Move 4 bastelt ihr etwa eigene Rätsellevels, die ihr jederzeit ausprobieren könnt und auf Memcard speichert. So könnt ihr eure Schöpfungen an Freunde weitergeben. Ein komplett eigenes 2D-Prügelturnier erstellt ihr mit dem Fighting Game Creator. Hier setzt ihr aus diversen Charaktervorlagen eure Kämpfer zusammen. Erst wählt ihr Outfit, Name und Handlungstexte, die vorgefertigten Grafiken dürft ihr farblich variieren, natürlich für beide Spieler. Dann stellt ihr aus unzähligen Manövern und Kombos eure Move-Liste zusammen. Schließlich verpasst ihr dem Kämpfer eine eigene Arena. Dazu lassen sich diverse Hintergrundarrangements kombinieren. Das fertige Prügelturnier lässt sich komplett auf Memcard verewigen. Natürlich brauchen eure Freunde ebenfalls die Software. Es geht aber auch in 3D. Beim Park-Editor von Tony Hawk's Pro Skater 2 dürft ihr mächtige Flächen mit Rampen, Geländern, Pipes und allerlei Stunt-Park-Elementen bestücken. Das Platzieren und Verschieben der vielen Hindernisse klappt problemlos, allerdings müsst ihr im Testmodus penibel die Abstände und Höhen der Schikanen checken. Schließlich muss eine Rampe groß genug sein, damit ihr ein Hindernis überspringen könnt. Im Ego-Shooter Far Cry Instincts präsentiert Ubisoft den komplexesten Level-Editor aller Konsolen, mit dem ihr eigene 3D-Multiplayer-Levels erstellt. Dabei lenkt ihr den Cursor über eine riesige Wasserfläche und schüttet per Knopfdruck Landflächen auf. Der Durchmesser des Cursors lässt sich variieren, ihr könnt also in kurzer Zeit großzügig bemessene Flächen erstellen. Auf offenem Feld kann man Feinde meilenweit erspähen. Deshalb verpasst ihr nun eurem Schlachtfeld natürliche Deckung. Dicht platzierte Bäume und Büsche werden heranschleichende Spieler vor den Blicken der Verteidiger schützen. Das klappt mit dem flinken Cursor recht flott, zumal Fehlplatzierungen wie etwa ein Baum im Wasser oder auf einem anderen Objekt verweigert werden. Neben der Botanik platziert ihr auch allerlei künstliche Deckung wie Sandsäcke, Häuser und Türme. Außerdem könnt ihr Nebel einblenden und die Tageszeit wechseln. Die beeinträchtigt je nach Einstellung nicht nur die Weitsicht, sondern auch den Geräuschlevel. Denn etwa bei Sonnenuntergang übertönen oftmals die lauten Grillen weit entfernte Schüsse.